This is super. Die Zusatzbezeichnung Super hat bei Scania Tradition und lebt nun in einem völlig neuen Antriebsstrang mit markanter Verbrauchsreduktion wieder auf. Und das völlig zu Recht, denn in Zeiten der Elektrifizierung, die auch von Scania emsig vorangetrieben wird, siehe Scania BEV und Bau einer eigenen Batteriefabrik im Stammwerk Södertälje, braucht es dennoch weiterhin klassische Antriebsformen. Zumindest bis die Elektrifizierung großflächig Realität wird. Für die Zeit bis dahin hat Scania eine Verbrennerbaureihe mit Verbrauchs- und Wirkungsgradwerten wie nie zuvor entwickelt. 8% weniger Treibstoff und thermischer Wirkungsgrad bei 50%. Das sind Ansagen, die für die Transportwirtschaft und die Umwelt gleichermaßen erfreulich sind. Neue Motoren, neue Getriebe, neue Achsen, neue Tanks, neue Möglichkeiten für Aufbaukonstruktionen etc. Die neue Supermodellreihe strotzt nur so von Innovationen, die übrigens von Grund auf entwickelt wurden und nicht etwa nur eine Weiterentwicklung bestehender Bauteile sind. Begeistert vom neuen Powertrain zeigt sich Truckracer Steffen Faas. Wir hatten früher einfach einzelne Köpfe und immer dazwischen war praktisch eine Luft. Und jetzt haben wir quasi ein Flat, ein Zylinderkopf, sagen wir dazu. Die oben dann die zwei Nockenwellen, seitdem waren die Nockenwellen unten drin. Dann hatten wir Kipphebelstangen und die Kipphebelstangen haben auf die Kipphebel gedrückt und das Ventil wurde dann betätigt. Und heute haben wir jetzt hier die Nockenwelle, wird direkt angetrieben über eine Kipphebelwelle und drückt quasi direkt auf das Ventil drauf. Ja, der gesamte Powertrain ist beeindruckend. Die Motorenpalette wird zunächst 4 unterschiedliche Leistungsstufen für den 13 Liter R6 Motor bringen. 420, 460, 500 und 560 PS. Alle Motoren können mit dem synthetischen HVO-Treibstoff betrieben werden. Die Versionen mit 460 und 500 PS auch mit 100% erneuerbarem Biodiesel. Die Scania Supermodelle schlagen so eine ideale Brücke zur Umstellung auf lokal emissionsfreie Lkw, also von der Gegenwart in die nicht mehr so ferne Zukunft. Ich finde es super, dass Scania jetzt wirklich das noch durchsetzt an den Verbrennungsmotoren, bis alles zu 100% ist mit den Elektromotoren oder mit Wasserstoff. Natürlich wünschen wir uns alle die erneuerbaren Energien und dass das alles in Serie geht und dass das alles funktioniert, auch das Nachtanken etc. Aber wenn man realistisch nachdenkt, allein die Tankprozesse und die Infrastruktur ist nicht gegeben. Deswegen finde ich das jetzt so einen vernünftigen Schritt, das Ganze nochmal zu optimieren, um Zeit zu überbrücken. Auch mit einer guten Effizienz, mit den 8% jetzt hier nochmal, bis es dann wirklich dann irgendwann spruchreif ist, dass man sagen kann, okay, Elektrik ist da. Von daher finde ich das jetzt nicht einen mutigen Schritt, sondern ich finde es einen intelligenten Schritt, weil wenn man wirklich genauer darüber nachdenkt, das mal sacken lässt, sagt man, okay, das ist schon realistisch, dass wir echt noch ein paar Jahre brauchen, bis wir überhaupt mit elektrifizierten Fahrzeugen dann überhaupt an den Markt gehen können, richtig. Scania führt auch das neue Premium-Service ProCare ein, das aufgrund von Statusmeldungen des Fahrzeuges direkt an Scania rechtzeitige Wartungsmaßnahmen zur Vermeidung unnötiger Stillstände und Kosten einleitet. Angesichts dieser Vielzahl an bedeutenden Innovationen und wohl auch vor dem Hintergrund der Hybrid- und rein elektrischen Antriebe der Schweden fasst man es bei Scania kurz und bündig zusammen. The future is super.